Hallo und herzlich willkommen zurück zu World of Warplanes. Ich habe mir jetzt endlich einen Bomber besorgt. Der hat zwar noch so gar keine Upgrades. Moment, nicht Forschung, halt, Quatsch, Moment, Verbesserung. Habe erst überlegt, ob ich ein bisschen freie Erfahrung dafür benutze. Da ist mir dann aber aufgefallen, dass ich gar kein Geld mehr dafür habe. Gut, ich habe mir dafür aber zwei Schützen geholt mit 90%, weil ich wollte die nicht von 50% anfangen. Beziehungsweise zwei Piloten. Mann, was rede ich denn? Gut, dann probieren wir die Maschstock. Bin ich mal gespannt. Ich schaue noch mal kurz hier. DU-17Z ist das. Keine vorwärtsfeuernden Angriffswaffen. Sehr hohe Überlebensfähigkeit. Widerstandsfähig gegenüber kritischen Schäden und Bränden, geringe Geschwindigkeit, aber guter langer Boost, nicht geeignet für Kurvenkampf. Ja, ich meine, ich habe vorne keine Geschütze, nicht geeignet für Kurvenkampf. Okay. Kann effektiv Bodenziele durch gezielten Bombenabwurf aus großer Höhe zerstören. Ausgestattet mit mehreren defensiven Türmen, trägt starke Bomben. Was sind das denn für starke Bomben? 20 mal 50 Kilogramm. Ja, schön. Schönheit und Effizienz, das interessiert mich jetzt mal gar nicht. Gut, dann starten wir doch mal in ein Gefecht. Ich habe jetzt einfach von dem Vorgänger, von dem schweren Jäger aus, mir die freie XP geschnappt und dann bin gleich in Bomber gestiegen. Ich bin Bomberpilot. Ah, bekommt einen der Spruch oder. Ja, Spruch ist es ja eigentlich nicht, sondern mehr so, es ist aus einem Lied, sage ich es mal so. Wer weiß, woher das so stammt, bekommt von mir digitalen Keks. Gut, es ist Wochenende, also sollten wir doch jetzt mal schnell eine Runde finden. Auf jeden Fall das Hintergrundbild, das Bild, das gefällt mir. Das sieht schon recht schick aus. Muss nochmal vorab sagen, ich habe noch nie jetzt hier einen Bomber gespielt. Also mit Shift wechsle ich dann in die Bombenabwurfsansicht. Ich lasse mich mal überraschen. Auf jeden Fall hohe Höhe, große Höhe ist wohl mein Ding. Zwei Kommandozentralen, eine Garnison. Okay. Was haben wir denn hier noch so? Bin wirklich der einzige Bomber auf unserer Seite. Wir haben eine Blenheim 4. Okay. Bin ich mal gespannt. Dürfte sich noch Träger spielen. Ja, gut. Das brauche ich jetzt nicht unbedingt sehen. Wäre mal ganz sinnvoll gewesen. So, wie sieht das aus? Ja, 1600 Meter ist schon hart an der Grenze, so wie es scheint. Wo wollen die hin? Die wollen scheinbar dahin. Gut, dann folge ich mal. Daran muss ich mich hier noch ein bisschen gewöhnen. Oh Mann. Mal schauen, ob das was wird. Glaube ich, ja, ich bleibe lieber so auf der Höhe. Sieht das manchmal so aus, als ob so ein Rotor ausfällt. So. Kann ich mich umsehen und das da unten ist zum Zielen. Das dreht ein bisschen mit. Gut, das war schon mal das Schiff. Würde ich doch mal sagen. Toll, bis ich eine Bombe abgeworfen habe, haben wir das hier schon eingenommen. Würde mal sagen, ich werfe da jetzt einfach mal ein paar Bomben ab. Und schon haben wir es eingenommen. Ja, super. Die Bomben waren wohl für die Katz. Gut, dann probiere ich es jetzt in der Mitte nochmal.
1500 Meter sind okay. Hier oben fliegen sonst auch keine Gegner großartig rum. Das ist doch schon mal was. Auf jeden Fall ist das sehr entspannt. So, was haben wir hier? Na komm schon. Das waren dann alle Bomben. Die Frage ist nur, wie lange braucht das denn zum Nachladen? Ich werde jetzt erstmal ein bisschen abdrehen. Oh, da kommt schon wer. Da hilft nur ein Boost und möglichst weit hoch. Na, wo ist er denn? Da unten. Ah, den Punkt haben wir auch eingenommen. Wunderbar. Dann drehe ich jetzt mal Richtung Norden. Bomben habe ich auch wieder. So, auf 2500 Metern. Dann müssen die erstmal hochkommen. Gibt es eigentlich eine Maximalhöhe für Bomben? Oder kann ich die aus jeder Höhe abwerfen? Sie dürfen Ihr Ziel nicht erreichen. Na, dann werde ich mal Richtung Norden mithelfen. Ah, die nehmen schon den Punkt da ein. Gut. Wenn wir den dann haben, dann werde ich halt umkehren. Ich glaube, so 4 Bomben sollten pro Punkt reichen, oder? Da kommen wir der Sache doch schon näher. Ich glaube, ich versuche es jetzt mal hier. Und oder 2 dafür und dann 2 für das da drüber. Machen wir das mal so. Gucken wir mal. Da unten ist einer, der kommt näher. Gut, dann werde ich mal wieder nach oben entfleuchen. Habe ich da jetzt überhaupt was getroffen? Wir haben volle Kontrolle über den Himmel. Bravo! Ah, Punkt haben wir eingenommen. Also punktetechnisch sieht das ja nicht so toll aus. Mit Mausrad kann ich rein und raus zoomen. Ist jetzt nicht unbedingt so spannend zum Zuschauen. Dauert auch wieder ewig, bis ich da hinten angekommen bin. Moment. Flieg's hoch. Okay. Flieg ich auch hoch. Das hat echt einen Vorteil, wenn man so hochsteigen kann.
Die haben jetzt die Mitte eingenommen. Das heißt für mich, kann da jetzt noch nicht wirklich was machen. 10 Sekunden. Da ist auf jeden Fall eine Menge Rot da unten. So. Versuchen wir es doch erstmal da. Drehen wir ein bisschen und... Ja, keine Bomben zum Abwerfen. Mache ich da keinen Schaden? Oder woran liegt das jetzt? Oder fallen die so lange? Fragen über Fragen. Da unten sind welche. Sind mir auf den Fersen. Kommen auch langsam näher. Okay, dann gehe ich mal wieder, dann steige ich halt noch weiter. Meter von mir aus. Oh, ich werde immer langsamer. Das ist natürlich nicht so toll. Ich muss ein bisschen aufpassen, was mich da so verfolgt. Währenddessen hätte ich schon längst hier was abwerfen können. Na, super. Wir haben gewonnen. Gewonnen. Das war ja total spannend. Sowas gewinne ich dann, ne? Das ist... Sowas bin ich dann im Gewinnerteam. Unglaublich. 400 zu 384. Durchwachsen. Es gibt mir so 40.000, 26.000 Credits. Ja, davon kann ich mir keinen Blumentopf kaufen. 3.800 XP dafür aber. Es ist ja schön und gut, dass ich so viel XP bekomme, aber ich brauche Credits. Ja, jetzt hör doch mal auf mit dem Kram hier. Nicht wahr. 31.000 habe ich. Könnte mir einen Frontturm holen oder einen besseren Motor... glaube, plus 60, ich bin reich nach unten, minus 30, nee, dann warte ich lieber, bis ich die 40.000 zusammen habe. Gut, dann auf ins nächste Gefecht. Es gibt doch bestimmt eine Maximalhöhe für Bomben. Oder die fallen so lange, dass das da unten schon längst zerstört wurde, das kann natürlich auch sein. Ich muss da erstmal noch so ein bisschen mit warm werden. Brennende Küste. Na los, komm. Find ein Match. Ich habe eben auch gar nicht aufgepasst, ob da wirklich ein paar Bots mit bei sind oder nicht. Gewonnen ist gewonnen. Bergwerk. Ha. Kann ich da denn überhaupt was mit meinen 50 Kilo Bomben anrichten? Sie erreichen ein Gebiet mit Kampfhandlungen. Halten Sie sich bereit. Simon ist dabei und Benjamin und Guy und Hartmut und Uwe. Okay. So Leute, was ist der Plan hier? Was ist der Plan?
Ich werde erstmal an Höhe gewinnen. Die Ping da unten, gut, dann fliege ich da unten hin. Oder ich sollte in die Mitte fliegen. Das Problem ist, wenn ich gleich in die Mitte fliege, dann hängen die mir gleich am Hintern. Deswegen sollte ich vielleicht schon mal ein bisschen Höhe gewinnen. So 2.500 Meter wären, glaube ich, erstmal ganz nett, sagen wir mal so. So, das sollte erstmal reichen. Dann schauen wir doch mal, was haben wir denn da für Ziele? Das sieht hier ganz nett aus. Schmeiße ich hier jetzt mal alle meine Bomben ab. Jetzt muss ich mal auf die Punkte achten. Ja, es gibt Punkte. ...2000 und noch was. Habe ich doch mal was getroffen. So, wie sieht das jetzt da unten aus? Bin mir irgendwer ans Leder. Punkt eingenommen. Perfekt. Gut. Den da unten haben wir auch. Dann kann ich jetzt auch drehen. Dann holen wir uns jetzt den da noch ganz im Norden. Ich finde das ja echt praktisch, dass die Bomben so schnell nachladen. Aber ganz ehrlich, das muss auch so laufen. Weil sonst kann man ja nicht wirklich was machen. Wo hat er denn hier überall so Kanzeltürme? Da hinten, hier unten und dann da vorne sitzt noch einer. So, nehmen wir irgendwer ans Leder. Sieht noch nicht danach aus. So, was nehmen wir uns denn jetzt mal hier vor? Ich glaube, ich nehme das hier. Als nächstes dann das. Und das war es dann auch erstmal wieder. Und so, jetzt kann ich hier schon mal wieder drehen. So ganz langsam eine große Runde fliegen. Weil das ist überhaupt nicht das Schlachtfeld, das ist eine Lüge. Och nö. Echt jetzt? Dann noch mal da so ein paar. Toll, wurde schon zerstört. Jetzt haben wir den Punkt eingenommen, aber jetzt haben wir leider die Mitte nicht mehr. Das ist natürlich richtig doof. Aber bis ich dann da angekommen bin, sollten die Bomben auch wieder nachgeladen haben. Ich glaube, ich bin ein bisschen zu schnell.
bisschen langsamer wäre nicht schlecht. Na komm, jetzt lad nach. Hier noch ein paar hin. Oh, da hat mich wohl was getroffen. Hab ich gar nicht mitbekommen. Eieieiei. Bin etwas langsam zugegeben. Uiuiuiuiui. Ich glaube, ich werde mal ein bisschen Höhe verlieren. Dafür wieder etwas schneller werden. 120 km/h ist dann doch etwas wenig. Dann haben wir die Mitte wieder. Gut, das dürfte es jetzt gewesen sein. Und ich komme hier sogar noch lebend raus. Perfekt. Könnte man fast sagen. Niederlage möglich. Das war ja wohl ein Witz. 400 zu 302. Dritter, okay. Okay. Dann sollten jetzt aber die Credits auch reichen, damit ich mir da die Kanzel da einbauen kann. Die neue Kanzel. Die verbesserte Kanzel. Das Kanzel-Upgrade. Plus 39.000. Ja, das sieht doch schon mal netter aus. Die haben jetzt auch beide plus 1 hier. Das ging ja recht fix auf 100%. Das schenke ich mir erstmal noch. Was war das hier nochmal? Feuerwehrmann. Ja, aktives Manövrieren möchte ich eher mit dem Bomber nicht möchte ich verhindern. Sagen wir mal so. Gut, dann oberer Turm, Frontturm. Ja. Einmal bitte den oberen Turm erforschen und kaufen und einbauen. Da waren es noch 3.000 und 31.000 Credits. Dann kann ich mir jetzt das hier auch noch gönnen. 25.000, perfekt. Dann fehlt am Ende nur noch der Motor und dafür muss ich noch ein paar Runden drehen. Aber das war es erstmal für das Video. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß damit. Wenn ja, würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben freuen. Das war es erstmal wieder von mir und bis bald.